Und damit willkommen zurück zu Mafia 3, das Schlachtfest. Oder er sagt, die Schwarzbrennerei geht weiter. Den Totenkopf haben wir hier leider nicht mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Was ist denn hier? Links oder rechts? Achso, da lang. Autokampf. Okay. Alles klar. Warte mal. Wir gehen mal hier hin. Na, komm her. Was für ein Scheißdreck war das? Na, komm mal her. Ah, komm mal wieder hier. So. Wachposten. Er dreht sich also zu mir und Bertie um und sagt, er nenne es den Fleischtransporter. Da fragt doch Bertie, dieser dämliche Hund, den Schlachter, was denn wirklich mit Glenn passiert ist. Auf jeden Fall grinst der Schlachter wie ein Irrer und fragt, hat einer von euch schon unsere neue Wurst probiert? 100% Cajun. Ach, so eine Scheiße. Na komm her. Man sieht mich ja auch nicht. Riss dich schon mal weg. Eins, zwei. Ach nee, da ist noch einer. Verdammt. Diese gottverfluchte Scheiße. Glaub nicht, dass das eine Ratte war. Und mal ab. So. Ein bisschen haben wir noch. Ah, siehst du mich nicht. Bitte. Und tschüss.
So. Sehen Sie mich? Nee. Nee, sehen Sie mich nicht. Was war das? Siehst mich nicht. Ruhig und friedlich. Genau, ruhig und friedlich. Soll mir recht sein. So, und ich befreie mal. Wer ist das? Ich hoffe bloß, dass der Kerl... Ich will einen Überblick über Bevers Geschäfte. Und jetzt kommst du. Das ganze Geld, das wir mit dem Fuselverkauf ranschaffen. Ich weiß, wo es versteckt ist. Naja, bitte. Ab jetzt sag ich, wo es lang geht. So. Ist jetzt nicht euer Ernst. Okay. Das können wir ja gleich noch mitnehmen. Irgendwie übersehen. So. Na komm. Na komm. Zinn, Pizza. So. Ist ja keiner mehr da. Oder gibt's da noch was? Ich hab vielleicht was übersehen. Ja, ja, da gibt's noch ein bisschen was zum Sprengen. So. Das. Jetzt hab ich dich ganz für mich allein. Schickst du mich denn? Ja, komm doch. Schleich dich hinter ihn! So, ist ja keiner mehr da, was willst du denn? So. Deinetwegen komme ich noch zu spät. Echt? Dafür kann ich nicht. So. Die Kopper. Na, super. Das wird jetzt so lustig werden. Das wird ja ganz lustig werden. Habe ich die jetzt erwischt? Nee, habe ich nicht. Jetzt habe ich es erwischt. Super. Ich will keine Kinder. Ich nicht? Warum denn nicht? Ja, Kinder ist aber, Kinder sind aber keine. Und mit dem Kopf wird jetzt richtig lustig werden. So. Na toll. Was verdammt nochmal war das? Das sollten wir abmarschen, Schwanzlutscher. Was war das? Verstecken hilft nicht. Ich nicht. Komm einfach zu mir und du bist deine Sorgen los. Ganz einfach und tschüss. So. Irgendwo da drinnen. Ganz ehrlich, ich kann jetzt keine Cops umbringen. Scheiße.
Was? Ey, da wollte ich mich verscheißern. Der Hals war klebrig. Ich laufe hier nur lang. Kann ich die öffnen? Ja, kann ich. Das ist aber merkwürdig. Atmet er noch? Na, jetzt wird's lustig werden. Gut. Und tschüss. Das war Nummer 1. So. Na komm doch mal her. Ich finde die noch nicht anders. Zeig! Ach, er kommt. Er kommt. Anlage zu Hause bin ich in letzter Zeit nicht ganz bei Verstand. So, dann machen wir mal hier die Tüt nacken. So. Hä? So. Jetzt habe ich nur noch die Cops. Wenn ich schon unterwegs bin, kann ich noch was zu essen holen. So, wie sieht's denn aus? Haben wir das erledigt? Nee, da haben wir noch was. Schossen! So will ich nicht sterben! So, wie fahren wir da lang?
So, schön, dass ich gerade ein bisschen ruhig war. Musste mich aber gerade ein bisschen konzentrieren. Aber wir haben es geschafft. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen der Schutzritt noch, aber sonst. Uns mal die Chose hier angucken. Okay. Da drüben kann das nicht gut. Eingang. Ja, ist ja ganz traumhaft. So. Hier steht da drüben. Das ist ja traumhaft. Können wir hier rüber? Nee, ich starre dort. Der Witz ist, ich hab vor ein paar Tagen mit und ist. Der Vollidiot hat mich umgesehen. Und deswegen ist das der perfekte Auftrag hier. Wenig Stress, anständige Kohle. Oh nee, na scheiße. Ich möchte jeden Knochen im Leib. So. Jemand herum? Nö. Oh nö, noch einer? Achso, das war ein bisschen anders. Hä? Der Hurensohn hat eine Knarre. Ich bin mal ruhig jetzt. Hier ist da jemand. Oh, Scheiße. Echt? Na komm doch. Und es. Echt? Mach das mal. So, hier ist da. Okay. Ich hab dich nicht so gerissen, wie du glaubst, du Depp. Scheiße. Wir sind unter Beschuss! Komm sofort hier! Ich geh, Deckung. Oh, du bist so erledigt. Was gefunden habe. Alter! Was haben wir denn hier? Na, Alter, was ist denn hier? Scheiße.
keine Feuerschutz, solange ich nachlade. Ich gehe in Deckung. Ich kann keinen töten, der nicht da ist. Drauf geh darum und sieh nach, ob er da drüben ist. Verdammt, wir müssen diesen... Hey, er ist hier drüben. Und so stirbt. Muss kurz Munition wechseln. Und ich hab keine mehr. Ich sitze hier nicht wie ein toter Frosch. Ich gehe in Deckung. Hier, hier drüben. Ich brauche Hilfe! Scheiße! Ich lade nach! Oh, die Schnelle, du Hurensohn! Der Scheißkerl hat mich gesehen! Ah. So. Schnappt euch den sterblichen Hurensohn. Hey, er ist hier drüben. Ich gehe in Deckung. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade. Ja. Aha. Ja, ich hab den Kerl genau da, wo ich ihn habe. Entdeckt, Jungs. Auch nicht mehr sehr viel Schuss. Ist da noch jemand? Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. So. Such mir eine Deckung. Ich mal hin. Macht der? Ich kann mich verdammt noch mal nicht bewegen! Jetzt alles? Alter. Er hat's mit der Angst bekommen. Wo wollt ihr dann suchen? Inna ist noch da, oder wie? Na gut. Das hat sich denn auch damit erledigt? So, was ist mit ihm hier oben hier? So. Was jault denn hier rum? Auf zu jaulen. So. Sind denn nur 2000? Die wir hier einpacken müssen. So, der Rest ist anscheinend oben, wa? Gehen wir mal nach oben. Hier ist der Eingang. Ist der Rest also hier? Ja. Ist hier noch jemand? Ja.
Bewege ihn! Alter. Alter, was ist mit dir? Wo kommt denn der her? Den hab ich jetzt ja nicht auf dem Schirm gehabt. Augen auf, Wichser! Augen auf, Wichser? Nö. Gut. Packen wir mal die Knarre weg hier. Irgendwas? Was wir vielleicht vergessen haben? Nö. Nix. Er liegt an der Tür. So. Stopp mal. Hier drinne? Guten Tag. Wenn keiner hier ist, ist es gut. Also ein bisschen, ein bisschen Kohle, wunderbar. Noch mehr Coin? Ja, noch mehr Coin. So, und da oben ist auch noch ein bisschen Kohle. Hier scheint auch noch, ja, hier scheint auch noch ein bisschen. Jawohl. So. Können wir was mitnehmen? Ja, guck mal. So. Ist der draußen? Scheint draußen zu sein. Okay. Ah, hier geht's rauf. So, ach, die gehen noch weiter. So, Schadensnummer erreicht, würde ich mal sagen. Mit. Dann war auch mit. Noch was? Nö. Nö, die gehören nicht zu denen. Na. Hey. Und da. Wo war jetzt die Geld? Ah, nirgendwo. Gut. Hätte man vielleicht ummachen können. Aber okay. Du und deine Süße, ihr solltet mal mit Mary und mir ausgehen. So, wo ist jetzt wieder meine Karre? Ah ja, stimmt ja. Die ist ja hier. Und hiermit machen wir jetzt erstmal eine Freundpause. Und wir reden in der nächsten Folge mit Niki Burak. Einer von den beiden Namen stimmt bestimmt. Und damit Wiedersehen. Ich will nur, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Vor dieser Nacht. Diese Männer willst du also alle töten, ha? Nein, war die falsche Antwort. Diese Stadt hat den Krieg von 1812 überstanden. Den Bürgerkrieg und weiß Gott wie viele Hurricanes. Aber als Lincoln Clay beschloss, die Mafia zu vernichten, richtete er mehr Unheil an als alle Kriege und Hurricanes. Wo soll es denn hingehen? Sal Marcano verdient es zu sterben, da kann ich nicht widersprechen. Töte ihn, aber dann zieh einen Schlussstrich. Es reicht doch nicht! Es reicht dann, wenn du dir sagst, dass es reicht. Es geht mir nicht um Rache. Oder um Selbstjustiz. Aber das Schwein soll am eigenen Leib erfahren, was es heißt, alles zu verlieren. Willkommen zu Hause, mein Sohn.
Ich werde ihn Stück für Stück vernichten. Wo steckt Alvarez? Du wolltest mich umlegen. Ich hatte nur getan, was Onkel Sam mir aufgetragen hat. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Du bist Sal Meccano. Wenn du tun würdest, was man dir sagt, würden wir nichts in der Scheiße stecken. Das ist eine Sackgasse. Biegst du nicht rechtzeitig ab, gibt es keinen Weg zurück. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann abfinden.